Hallo, Markus hier von WOMOFLOG. Ja, zweiter Tag auf der Messe. Und wo geht's hin? Ja, immer noch ein bisschen Ausrüstung. Und zwar geht's jetzt in die Halle 3. Und da werden wir uns mal jetzt umschauen und sehen, was passiert. So, los geht's, bevor das Auto ja losfährt. So, einmal ein Blick über die Halle 3. Wir sind am Eingang rein. Ihr dürft den Bäckershop hier nicht verpassen. Da könnt ihr euch den Hackentrolli wiederholen. Dann habt ihr hier noch einmal Fiamma. Und jetzt gehen wir einfach mal durch und gucken, was wir denn so alles sehen. Ja, Halle 3. Vorzelte hat sie auf jeden Fall. Ihr könnt euch informieren, wenn ihr ein Vorzelt braucht. Ich gehe jetzt auch mal ein paar Meter mit euch vor. Ja, heute dürft es mal nicht so arg wackeln. Ich habe da echt noch den Gimbal mit dabei. Ja, einmal den langen Weg hier, Halle 3. Ihr habt da immer noch lange Gänge mit Zelten. Ihr habt hier seitlich, seht das, die Isabella-Zelte. Und da schauen wir jetzt mal einmal durch, was wir denn alles sehen. Ich werde aus wie beim letzten Video nicht alles aufnehmen können. Von daher einfach, was ich interessant finde, das werde ich euch zeigen. Natürlich findet ihr hier auch, habe ich gerade gesehen, Zeltanhänger. Wer also da einen Zeltanhänger hinter sein Auto hängen will, ist hier auch gut aufgehoben. Gerade gesehen gehabt, auch in der Halle 3 gibt es einen Dometic-Stand. Ne, war ja auch schon gestern Halle 13 oder 14, genau weiß ich es gar nicht mehr. Da war ja auch die Firma Dometic vertreten und hier in der Halle 3 auch. Ja, ihr habt hier auch Dachzelte, die hier vertreten sind. Gentle Tent ist hier, wer sich da informieren will, hat hier auch die Möglichkeit dazu. Ein Riesenteil, was ich hier gefunden habe. Ich nehme euch mal mit nach oben. Ich hoffe, die Kamera nimmt es auf. Ich schwenke euch mal nach oben. Also da kannst du ja mit dem Wohnzimmer drin einziehen in den Teil. Und wie ihr seht, es ist Gestänge. Ich sag mal das Gestänge, alles mit Luft gefüllt. Ne? Ist natürlich klasse, wenn ein starker Wind geht, da richtet sich das wieder auf. Die Firma Snapheads findet ihr auch. Bei mir auf dem Kanal findet ihr ein Anleitungsvideo, wie denn die Snapheads funktionieren. Wer die Snapheads noch nicht kennt, das sind, ich schwenke einfach mal mit euch drauf. Das sind so Teller für die Hubstützen. Die kommen unter die Hubstützen dran. Ich habe die bei mir dran und ihr seht hier hinten ist ein Autoreifen, die sind also recycelt, da werden die Autoreifen geschreddert und daraus werden dann die Pads. Wie gesagt, ich habe ein Anleitungsvideo bei mir auf dem Kanal, da seht ihr, wie das Teil montiert wird. So, hier sieht man mal am Schaubild, am Bildschirm noch ein paar Impressionen. Ne? Also wie gesagt, ich bin hochzufrieden mit den Teilen. Ich habe sie ja selber montiert, es ist relativ einfach. Was heißt relativ einfach? Es ist absolut simpel zu montieren. Wie gesagt, Video findet ihr bei mir auf dem Kanal. Hier auf der Messe gibt es extra einen Messepreis. Und zwar, ihr seid dann 36 Euro billiger, wenn ihr hier vor Ort das Ganze kauft. So, weiter geht's. Wir haben uns jetzt echt verquatscht bei Snapheads. Und jetzt müssen wir echt mal gucken, dass wir durchkommen, bevor der große Ansturm kommt. Ne? Dass ich da noch mal ein bisschen was euch zeigen kann. Ja, Sonax ist natürlich auch hier vertreten mit einem großen Stand. Und auch die Firma mit dem Ecomat ist da, mit dem Ecomat 2000. Da muss ich auch mal gucken, ob ich da vielleicht noch mal irgendwo jemand finde, der mit mir ein Interview macht. Ich bin noch nicht so ganz schlüssig, wie das Teil funktioniert. Vielleicht kriegen wir da noch was raus. Ja, wer bei mir schon mal auf dem Kanal war, hat sicherlich vielleicht schon mal gesehen gehabt, wir haben ja auch Alpfilter mit drin bei uns oder benutzen den Alpfilter. Auch wenn wir ab und zu ein paar Probleme gehabt haben, zwischenzeitlich funktioniert es und ich bin überzeugt, ne, und bin im Überlegen, ob ich nicht noch das Wasser, das dann aus dem Tank kommt, nochmal filtern werde. Ja, auch was Neues und zwar, was ich noch nicht kenne, und zwar PipiGuard. Und zwar, das Ganze ist die Füllstandsanzeige für den Urintank von Trockentrenntoiletten. Und ich habe das bei meinen Recherchen, oder beziehungsweise Tanja bei ihrer Recherche,
gefunden, bevor wir auf die Messe sind. Da waren ja, könnte man ja die Neuheiten anschauen. Und ja, da war ich mal überrascht und habe gesagt, das muss ich mir mal angucken. Ja, so langsam füllt sich die Messe. Und die Besucher sind am Reinkommen. Wir haben jetzt kurz nach 10. Jetzt wird es natürlich eng für uns zum Filmen hier. Mal gucken, wie weit ich noch mit Filmen zugange bin. Hier haben wir noch die Firma Everbase mit Powerstations in verschiedenen Ausführungen. So wie ich im Vorfeld recherchiert habe, ist es eine holländische Firma. Auch hier gibt es 20% Masserabatt, denke ich. Ich hoffe, ihr seht es gegen das Licht. Nochmal ein Schwenk auf die einzelnen Geräte. Ebenso habt ihr hier noch eine akkubetriebene Pumpe, um eure Fahrräder aufzupumpen. Und er hat gerade mir erzählt, müsst ihr über Holländisch machen oder beziehungsweise über Englisch. Auf jeden Fall bekommt er hier 3 oder 4 Reifen aufgepumpt. Kommt natürlich darauf an, wie viel Bar das er reinmacht und ob er 26 Zoll oder aber 29 Zoll habt. Ja, Wasseraufbereitung, augenblicklich auch ein großes Thema auf der Messe hier. Ja, ihr merkt es aber im Hintergrund, es sind auch verschiedene Leute hier schon und es wird so langsam laut. Also das bitte ich zu entschuldigen. Ja, also wer sich informieren will, Alpfilter, hier WM Aquatec für Wasseraufbereitung, kann sich hier auch informieren. Nicht nur Campingzubehör, sondern auch Outdoor-Zubehör findet ihr hier. Und zwar auch Kajak, Oru-Kajak ist hier. Und die sind faltbar und ihr könnt da schön in der Heckgarage mitnehmen. Ihr findet hier auch den Lotus-Grill. Da muss ich nicht viel zu sagen. Wer sich darüber informieren will, schaut bei mir auf dem Kanal. Ich habe das Teil ja getestet. Ich habe ja die Temperaturmessung gemacht, wie heiß das er wird. Und ja, ich will jetzt sagen, ihr könnt schweißen mit dem Teil, aber eure Wurst können da echt schwarz machen. Ja, das Ding wird also echt bis zu 400 Grad heiß. Also wer behauptet, er kann mit dem Teil nicht grillen, guckt bei mir auf dem Kanal, dann seht ihr, da habe ich das Teil getestet. Ja, gerade noch erfahren, ihr könnt den Lotus Grill jetzt auch, ist eine neue Variante. Und zwar könnt ihr den mit Gas betreiben, und zwar mit einer Gaskartusche hält der dann 4 Stunden. Ne? Ihr kennt es von Holzkohle, bei mir ist nach spätestens einer Stunde ist vorbei. Aber jetzt könnt ihr 4 Stunden mit dem grillen, wenn ihr die Variante mit Gas nehmt. Und zwar habe ich gerade erfahren, es ist eine Hybrid-Variante. Einmal Gas und aber auch mit Holzkohle. Da gibt es verschiedene Einsätze. Also ich finde es echt klasse hier. Ich habe euch jetzt mal nach oben genommen. Ne? So langsam fühlt es sich hier echt. Wenn wir jetzt mal gucken, was wir durchkommen. Vielleicht sehe ich noch was Besonderes und das filme ich dann. Alles Normale werde ich jetzt bleiben lassen. Es ist echt zu voll jetzt hier. Ja, natürlich bei Berger auch schon wieder die Hölle los. Ja, vor mir seht ihr die blauen Hacken-Porsche. Ja, da hat mir ja einer an der CMT den Hacken-Porsche in die Hacken gerammt. Es gab eine schöne große Schmarren. Also passt auf, wenn ihr hier sind. Blauer Hacken-Porsche, Füße weg. Natürlich darf auf keiner Messe Campingreich fehlen mit den Stühlen und den Überzügen. Und ja, wer bei mir im Video schon geschaut hat oder in den Videos, wenn ich im Wohnmobil bin, sieht ja, dass ich auch die Überzüge drin habe und ich bin ja echt zufrieden damit. Chef ist schon wieder beim Reden und am Verkaufen. Hat er sogar Verstärkung dabei dieses Mal. Ja, so viel. Also wer was braucht, ne, Campingreich ist auch hier. Firma Alugas ist hier auch vertreten, wer sich da informieren will. Vor allem auch über, ich sag mal, ganz Gastankflaschen. Und der hat hier auch Informationsmöglichkeiten. Und habt ihr auch einen Demonstrator hier, den ihr sehen könnt. Da ist alles nochmal aufgezeigt. Da stehen jetzt die 3 Herren davor. Da zeigt man euch, wie das Ganze denn funktioniert. Auch den Stand von Silvi habt ihr hier. Auch da könnt ihr einkaufen. Ich gehe jetzt nicht rein, da ist echt zu viel los. Und von daher, ne, Silvi, auch vertreten. So, bei Campwerk, ne, was ganz Besonderes. Wer es ein bisschen explosiver mag, kann auch mit dem Lamborghini STO das Dach nehmen und da oben das Dachzelt draufbauen, ne, als Eyecatcher hier auf dem Stand bei Campwerk. So viel zur Halle 3, Equipment und Outdoor. Ihr habt ja gesehen gehabt, ich war bei Pipigard, der, Weltneuheit. Und Weltneuheit ist es auch, da mache ich ein extra Video. Ich habe es erklärt bekommen und es kommt auch demnächst auf dem Kanal. Und ja, jetzt
verabschiede ich mich von euch und wir werden jetzt nochmal zur PK von Camping Car Park gehen. Ne? Wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr ja, Daumen nach oben. Kann ich jetzt so machen, sonst fällt mir die Kamera aus der Hand. Ne? Und Kanal abonnieren und natürlich Glocke drücken, dann werdet ihr informiert, wenn es was Neues gibt. So viel zu dem Thema. Euer Markus. Kommt gesund nach Hause, kommt schön nach Hause.